Ja, ich habe mir was zu trinken geholt, Kaffee. Das solltet ihr auch tun, falls ihr das Video jetzt guckt, als Blockbuster-Version, ne? Glaube ich, erkennt man ganz gut. Dennoch habe ich aussortiert das und das. Man glaubt es kaum. Wenn ich es spenden könnte, ich sag's euch, würde ich es machen. Aber ich verstehe auch da, Hygienegesetz in Deutschland ist streng, gerade jetzt zu den Zeiten absolut verständlich, dass ich die Sachen auch nicht ins Frauenhaus bringen kann oder jetzt irgendwie spenden kann für Flüchtende, die ich glaube, die brauchen mehr oder andere Sachen als Schminke. Und bei uns ist es einfach so, dass die Schulen Aufrufe gemacht haben. Von daher ist es dann gleichzeitig so. Ansonsten hätte man sich vielleicht auch eine Stelle gesucht, wo man spenden kann, ne? Nur dass man jetzt dazu, weil es natürlich mir auch das Herz ja, fast rausreißt vom Wert her, das wegschmeißen zu müssen, aber da sind auch wirklich schon Kamellen bei. Und ja, die sind dann einfach alt oder für mich nicht so brauchbar und die bleiben dann immer liegen und dann ist es Quatsch, die werden dann auch alt, ne? Also fangen wir mal an. Ich habe mich getrennt vom Essence Sun Club Matte Bronzing Powder. Ist noch gut, wollte aber auch keines meiner Kinder haben. Was soll ich machen? Ja, weg kommt jetzt auch dieses Banana Powder. Das ist gar nicht so mein Fall. Das ist dieses gelb eingefärbte. Ich glaube, ich habe schon Gelbstich genug. Gerade mit der Klamotte hier dann auch noch. Brauche ich nicht. Nee, davon liebe ich zum Beispiel dieses Illusion Transparent Powder. Und dann haben wir hier nochmal von, na, das muss doch auch schon eine Rarität sein. Das kommt auch weg. Ist auch ein Banana Powder. Komme ich nicht mit klar mit dem Ton. Ebenfalls kommt weg, weil es mir von der Konsistenz überhaupt nicht gefällt. Das hatte ich mal ausgetestet. Max Factor Miracle Prep. Das ist ein Primer, der ist so dünn. Da brauche ich mir. Da brauche ich mir auch keinen Primer ins Gesicht schmieren. Also ich kann ihn euch hier nochmal zeigen. Falls ihr vielleicht damit selber schon geliebäugelt habt, kann ja auch sein. Guckt mal, wie das hier rausgeschossen kommt. Das ist so eine flüssige Konsistenz. Vielleicht gut als Make-up-Unterlage, das kann sein. Aber nicht als Primer. Das ist hier so ein Wassergewisch. Wirklich nur minimal. Stinkt auch penetrant nach Alkohol. Vielleicht ist es auch schon umgekippt. Ich weiß es nicht. Gebrannt hat mir das von Paola Maria oder Maria Paola oder keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch eine YouTuberin. Jetzt nicht so in meiner Altersgruppe, aber ich glaube, meine Kinder haben sie gerne geguckt oder kennen die auf jeden Fall. Das habe ich leider nicht vertragen. Das ist ein Tonic, so ein Tonic, ja, ein Skin Toner mit Manuka-Honig-Extrakt. Es brennt bei mir einfach. Ich weiß nicht warum. Das habe ich bei DM mal gekauft, weiß ich noch, mit Mausi. Da waren wir unterwegs und ja, seht ihr ja, kaum was verbraucht. Auch hier kaum was verbraucht. Trended Up Sunburst Body Glow Cream ist gar nicht so schlecht. Das ist echt gar nicht schlecht. Aber ich mag diese klebrige Masse einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich mir dann sowas kaufe. Vielleicht, weil es dann gerade mal neu rauskam in der Zeit und ja, man hatte dann wirklich so einen Schub, dass man dann wirklich alles mitnehmen möchte. Der ist schön, keine Frage, aber ich mag flüssige Highlighter einfach nicht. Und im Laufe der Jahre kommt man ja dann Gott sei Dank auch mal zu der Erkenntnis und weiß dann für sich, was man wirklich sinnvoll für seinen Körper, für seine Gesichtszüge, das ist ja wirklich unterschiedlich, findet. Oder auch am praktischsten ist es bei mir oft. Ja, dann ist von, kann ich gar nicht aussprechen, Nocibe, oder? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist ein Gesichtspowder. Habe ich nie zu hingegriffen. Das gleiche hier in der Variante, der ist noch ganz Deep Beige 4. Die sind wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gut, aber wann trage ich denn mal Puder? Nagellacke aussortiert. Ich glaube, die sehen jetzt nicht mehr so gesund aus. Das sind hier welche von Trended Up. Ein richtig schöner von Essie. Ein grüner.
Und Essie in, ja, hat sie schon ein bisschen abgesetzt, aber ich denke mal, schlecht wäre er jetzt nicht. Das ist jetzt nur diese Substanz, die sich getrennt hat. Das ist von Giselle, hat sie, glaube ich, aussortiert. Dann kommt hier weg Pretty Wall Retinol Serum. Ja, das hatten sie mir mal zur Verfügung gestellt. Ich bin ja schon bedacht, wirklich das Ganze auf ein Langzeitfazit immerhin zu arbeiten. Und wenn ich nicht dafür oder da zu viel sagen kann, sage ich auch immer, es ist eine First Impression. Es ist nicht schlecht. Ich habe jetzt aber auch nichts festgestellt. Ne? Habe es auch nicht regelmäßig genommen, sage ich dazu. Genau, das fehlt mir. Auch nicht mal den Dank. Der Dank ist immer so, naja, du bekommst ja was, also halt die Klappe. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also, wenn man da wirklich nur benutzt wird wie so ein Esel, der irgendwas vorstellt, nee, danke schön. Können andere machen, wenn sie damit zufrieden sind, aber das ist nur meine persönliche Meinung, warum das jetzt aussortiert wird, weil ich dahin auch nicht mehr gegriffen habe und das in den Videos promoten wollte. Es ist, muss ich dazu sagen, aber nicht schlecht. Es ist nur der Grund, warum es jetzt rauskommt. So. Die Inhaltsstoffe waren wirklich super gut von Pretty Wall. Balea Pflegekick waren mir die Inhaltsstoffe dann doch ein bisschen zu gefährlich in meinem Gesicht. Es war vom Auftrag her sehr schön, muss ich sagen. Da habt ihr hier eine Pipette und das ist so ein bisschen dickflüssiger, das Ganze. Also nicht ganz so flüssig da. Und ja, hier seht ihr das, wie so ein Geleetropfen, so ein bisschen. Das fühlt sich gut an, aber ich habe so. Bin noch so ein bisschen drauf achten, was kommt ins Gesicht und was nehme ich gerne, wo ich schon so ein bisschen die Augen zudrücke und das unbedingt weiter benutzen möchte, obwohl da blöde Inhaltsstoffe drin sind. Und deswegen habe ich jetzt hier alles so ein bisschen aussortiert. Das habe ich aber tatsächlich fast entleert, muss ich dazu sagen. Also schlecht ist auch das nicht. Das war ein Tropfen Energie, Mix and Match. Also man kann es auch wirklich für die Tagescreme nehmen. Riecht auch sehr neutral. Stifte sind gegangen. Einmal Catrice, Eyebrow Stylist. War mir zu hart. Und ja, ich brauche ja sonderbare Produkte, damit meine Narbe hier wirklich auch, damit ich da was rübermalen kann. Ne? Ansonsten hätte ich diese Narbe nicht, würde ich vielleicht auch mit anderen Produkten zufrieden sein, wie Pomade oder so. Aber da hatte ich ja meinen Lieblingsstift jetzt endlich gefunden und jetzt geht er wieder raus. Wie es immer ist, ich hoffe, es kommt so ein gleichwertiges Modell einfach wieder rein. Wenn, dann berichte ich euch davon. Ja, diese Manhattan-Stifte, die habe ich ja auch mal. Wartet mal. Habe ich die mal gehypt? Vielleicht, wo ich keine mehr dran hatte. Also Haare, keine Ahnung. Die Tint-Dinger, diese. Ja, diese Filler mit dieser Tinte. Bro Pro Micro. Ist einfach zu hartkantig momentan, ne? Ich finde die, glaube ich, ganz gut, wenn man so auf die künstliche Variante steht, dann kann das bestimmt sehr gut aussehen. Wobei ich mir auch fast jeden Tag sage, boah, lass sie die irgendwie eintätowieren oder so. Dann Make-up Coach, das ist leider ein falscher Farbton. Augen und Braue kräftig. Das hat mir meine liebe Zuschauerin geschickt. Und die Produkte von Make-up Coach sind wirklich gut. Also da leider geht das bei mir, obwohl es jetzt gar nicht so wirkt, in die hellrote Richtung und das passt nicht zu meinen Augenbrauen leider. Wäre ohne schlimm, weil was ist hier schon passend manchmal. Dann haben wir hier ein Liquid Liner Waterproof. Ich glaube, ich hatte zu viel und deswegen. Ich saß mit Giselle und Giselle hat aber gefragt, so fast unter Druck. Wann nimmst du den denn? Hast du den schon mal genommen? Und dann habe ich andere 10 Eyeliner gesehen, wo ich gesagt habe, okay, dann bitte den weg. Oder sie hat mir immer Tipps gegeben und gesagt, der ist nicht gut. Aber das wäre dieser Tint-Eyeliner von Catrice, ein Waterproof, 24 Stunden. Weg geht hier der Klebestift Trended Up. Das war hier so ein Dewy Glossy in einer kühleren Richtung. Ja, hier sieht man das. Schön, keine Frage, aber mir einfach auch zu klebrig im Gesicht. Ne? Und ganz ehrlich, wann trage ich denn? Ihr merkt schon wieder, mich nervt hier irgendwie so eine blöde Kacksträhnen, so Kackbüschel hier. Wann trage ich denn Highlighter am Körper? Das größte der Gefühle wäre wirklich hier so, wenn man so ein schönes Kleid hat, was ein bisschen offener ist. Aber ansonsten, ach komm, das liegt oder es fällt einem wirklich nur ins Auge, wenn man gerade mal ein Video macht oder irgendwie dahin greift. Aber es ist nicht in meinem Kopf und so bin ich einfach gegangen beim Aussortiermodus. Was ist am wichtigsten? Lippen natürlich. Augenbrauen natürlich und Wimpern natürlich. Was ist am wichtigsten so, ja? Und das andere
wo ich dachte, ach was, das habe ich auch. Da habe ich dann wirklich ordentlich überlegt. Dann haben wir hier noch eine Christmas Edition. Nagellack kommt weg. Dann, ja, hier Mascara, die kann man natürlich nicht weitergeben. Ne? Trended Up, Soft Almonds oder Almonds. Was? Softe Mandeln? Mascara, keine Ahnung. Der sagt mir gar nichts. Das hat auch nicht Mausi aussortiert. Das ist tatsächlich alles meins. Ey, Schande auf mein Haupt. Ich kenne das Ding noch nicht mal. Hier, Iconista kannte ich, war aber gar nicht so mein Fall. War ja auch hier wieder Tatar mit einer Silikonbürste. Ist ja persönlich nicht so mein Ding. Ich mag wirklich diese Härchen, diese künstlichen Bürstchen. Ja, dann haben wir hier von Essence einen Liquid Ink Eyeliner. Der kommt auch weg, weil nie benutzt oder auch so klein, dass er unterging. Dann haben wir hier, was habe ich mir hierbei gedacht? Super Fett Eyeliner, aber wirklich. Was soll man sich denn damit anmalen? Nee, ich lasse es lieber, wa? Stellt euch mal vor. Also sollte ich jetzt wieder schief aussehen? Sieht man hier was? Scheiße. Keine Ahnung. Kannst du mir sagen, warum ich den aussortiert habe, den dicken? Der ist ja eigentlich schön. Weiß ich gar nicht, weil du zu viele hattest, meinen wir. Ah nee, weil der hässlich ist. Ich dachte, es ist Guck mal, ich Mascara. hab hier so blind. Du hast noch ein? Ja, nur noch einen. Wir haben so viele Tests verballert. Ja, aber Flüssigkeit nur noch eine, Mausi. Ach so, ist sonst hier Okay. mit den Stunden. Wo soll ich jetzt mal gucken? Genau, in dem Schrank, da müsste so eine Packung sein. Ja, ich hätte mich jetzt nicht getrennt von dem, aber wenn Giselle sagt, der ist Du doof, hast dann. doch gesagt, du hast den Du hast doch auch aussortiert. gerade gesagt, der ist hässlich. Benutzt du was doch gar nicht. Ich habe dir den gezeigt. Aber eigentlich ist der doch schön, oder? Ja, mach doch, was du willst. Hä? Ich nehme den wieder zurück. So, wir haben Revival de Loop Eyebrow Wax Pen. Was war das für ein Ding? War das meiner? Alles ist deins da. Aber der ist doch cool. Behalte es doch alles. Ist doch deine Sache. Du hast Warte es da mal. aussortiert. Aber der ist so klebrig. Aber der ist schön vom Ton. Oh, ich sitze 3 Meter weiter weg, ja. Nicht lachen. Nie lachen, nie lachen. Wer kennt's? Es ist zu klebrig einfach. Aber so vom Ton hat er mir jetzt gerade gefallen. Ein schönes, aschiges Braun. Eyebrow Wax Pen. Naja, Revival de Loop. Okay. Tschüssikowski. Wir haben hier einen blauen. Den habe ich auch mal eine Weile benutzt. Das war ein Eyeshadow Pen. Leider auch sehr klebrig. Also war nicht angenehm am Lid. Man hat immer das Gefühl gehabt, das klebt so ein bisschen oben dran. Ist vielleicht ein schöner Lifteffekt. Ja, hier, letzten Endes habe ich dann die. Nee, den muss ich behalten. Den fand ich doch gut. Ich habe gar nicht aufgepasst. Was ist denn hier los? Ja, und die Eyebrow-Stifte waren eigentlich gut in meiner Zeit. Mit denen bin ich gut klargekommen, aber die haben mittlerweile auch so eine harte Mine. Also, hier. Da muss man also wirklich so raufdrücken und das tut mir weh. Vielleicht auch, weil sie alt sind. Aber die habe ich wirklich eine Zeit lang sehr, sehr gerne benutzt. Cubanita. Das war, glaube ich, diese Eyeliner-Tinte, ne? Mit dem Kissen. Ja, ging eigentlich auch klar. Aber es sind jetzt diese Produkte, die. Wie? Es erschlägt mich in dem Zimmer. Hier nochmal so ein Eyebrow-Stift. Das waren wirklich so meine Lieblinge. Vielleicht kommt ihr damit klar. Warum der Chanel Paris in Weiß? Sag mal, hat sie mich überhaupt gefragt? Das ist doch hier schön für die Wasserlinie. Gibt doch nicht einen Chanel-Stift weg, hallo? Da sind wir ein bisschen markenbitchig. Also der muss bleiben. Dann haben wir hier noch einen Catrice Cosmetics Tattoo Liner Waterproof. Ich werde. Oh. Ja? Hier, ich drehe was. Den werde ich genug haben. Okay. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Ich dir auch. Mua. Euch auch, Zuschauer. Lasst mich diesmal drin, Mama. Lass mich diesmal drin. Trended up. Das war, ja, kann man sich auch schenken. Also hat mir nichts gebracht, diese Base. Da waren zwar süße kleine Härchen dran, also so Kunsthärchen, das war das doch, ne? Oder verwechsel ich das jetzt? Nee, war es nicht. Irgendeine Base hatte so kleine
künstliche Lashes drin. Die fand ich ganz gut, aber das war nicht diese. War das diese mit den Kunsthaaren? Clean ID. Ja, muss weg, weil zu viel. Dann haben wir hier eine Creme Lumilayer Primer. Wahrscheinlich auch in irgendeiner Box. Ich kann mich nicht dran erinnern. Dann haben wir hier dieses P2. Naja, okay, gibt es ja jetzt draußen auch gar nicht mehr zu kaufen, glaube ich, außer Internet. War eine Weile ganz gut. Von der Haltbarkeit muss ich sagen, war es echt schön. Töne zu hell, manchmal zu rotstichig. Fit Me kommt weg, weil kaum Puder. Dann hatten wir hier noch so ein Ding, weil es mal trendy war. Das hat, glaube ich, Giselle ganz gerne genommen. Das war hier so eine Eyebrow-Dings. Och, das ist echt kaum benutzt. Dann haben wir hier Korean Trends. Ach so, davon liebe ich ja das Rouge. Schade, ey, davon sollten sie es nochmal rausbringen, die LE. Eingetrocknet. Ich weiß, man kriegt es auch wieder hin. Da habt ihr mir auch schon total schöne Tipps gegeben, wo ich mich gefreut habe. Aber ich habe zu viel, das verbrauche ich niemals an meinen Augen. Dann Beauty Effect Eye and Lip Serum mit Aufpolstereffekt hat bei mir nichts gebracht. Ich muss zugeben, ich habe es auch nicht regelmäßig benutzt. Aber wenn, dann dachte ich mir auch so, naja, soll ich das jetzt 3 Monate benutzen? Ist Quatsch, ist glaube ich nur immer so ein Moment-Aufpolster-Ding, wenn überhaupt. Und die Inhaltsstoffe waren ja auch nicht gerade freundlich, auch wenn es Balea ist. Dann haben wir hier Clean ID. Der Primer war jetzt auch nicht so prickelnd. Den kann man nehmen, wenn man wirklich kleine Poren hat, aber dann braucht man auch keinen Primer. Man kann es vielleicht als Unterlage benutzen, weil es gut verträglich sein könnte. Kommt aber weg. Ich habe Smashbox und von Vita Yes. Das sind so die Primer, wo ich echt drauf schwören könnte, dass das für mich so die Spachteldinger sind, wo man wirklich 10 Jahre jünger aussieht, wenn man sich das reinklatscht für Fotos oder so, ja. Tinted Day Cream, die war gut. Aber ja, die ist auch schon fast, die ist mal ausnahmsweise wirklich fast alle. Die habe ich gerne benutzt. Das war ja diese, wo man nicht schwitzt, die für einen Sport muss man sich schminken, keine Ahnung, wenn man Fotos. Ha, wollte gerade sagen, ich war ja diejenige, die völlig aufgebrezelt war bei Oceans Apart bei der Werbung. Es gibt Tage, wo man natürlich geschminkt zum Sport geht, weil man woanders war oder weil man einfach Bock hat oder Fotos macht, weil man ja da auch ein bisschen aufgebrezelt aussehen möchte. Sieht ja nun mal manchmal schöner aus, man fühlt sich besser. Aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich nehme ja sowieso nur leichte. Da kann mir nichts wegtropfen, wenn. Das war hier in der My Beauty Box. Nee, wie hieß die? My Little Box. Das war ein angemischtes. Oder habe ich das zugeschickt bekommen? Oh, sei mir nicht böse. Ich weiß es nicht. Shopping Queen, hast du mir das mal zugesendet? Ich weiß es echt nicht mehr. Wenn, dann sei mir nicht böse. Oder ich hatte es selber in der Box. Ich kriege gerade so ein Déjà-vu. War eben auch flüssig und ist mir zu klatschig. Fit Me, ich glaube, die waren ganz gut, aber das ist natürlich ein Ton, der überhaupt nicht. Da hatte ich noch keine Ahnung. Habe ich zwar bis heute nicht wirklich in jedem Gebiet, was so Make-up betrifft, aber das war ja nun ein völlig vorbeischießender Ton, ja. So, wollte Lippenstifte. Ansonsten, ich werde eine Timeline reinsetzen, dann könnt ihr selbst springen. Dann müsst ihr euch hier den Kram nicht antun. Es geht weg von Kiko. Schöne Farbe, auch langanhaltend, aber der stinkt nach Wachs. Ja, alles, was nicht langanhaltend war und zu glossy oder umgekippt ist, halte ich jetzt hier rein. Stay Gloss lag da, war schön zum Angucken. Der von H&M war schön, stinkt aber auch nach Wachs. Dann haben wir hier die Color Boost Dinger. Die haben gut geheißen. Das wäre der Ton. Ich kann euch ja mal sagen, die gibt es ja noch. Das ist hier der 04er. Das ist der 05er. Das ist, wenn er gehalten hätte, hätte ich ihn natürlich auch behalten. Aber hier so einen Clownsmund zu besitzen, danach ist nicht schön. Die 07. Seeing Red. Ja, Tatsache. Dann haben wir hier, die haben leider auch nicht gehalten, von Trended Up. Ich wollte gerade Trended Matt sagen. Ultra Matt. Das ist die 060. Das sind schöne Töne, aber haben leider nicht immer so das versprochen, was in der Werbung dran war. Glitter Goals, NYX. Warum ist der? Warum ist der draußen? Okay, der war nicht lang anhaltend. Aber ein super schöner, bieriger Ton. Ja, sah auch gut aus. Metal Shock.
Aber wann seht ihr mich mit Pink? Sehr, sehr selten. Ja, hier, der Electric, der ist noch gar nicht so alt. Da war ich ja mehr vom Glitzer begeistert als von der Stimmung hier, der pH. Oh, der riecht echt wie so eine Leckmuschel. Scheiße. Warum eigentlich auch Scheiße? Der sieht aus wie ein Lutscher und riecht. Schmeckt wie ein Lutscher. Ich fand, ja, ich wollte, keine Ahnung. Ich war blöd. Die Verpackung ist das Schönste. Der Inhalt. Färbt ein, aber hält ja auch nicht, ne? Hier muss ich sagen, von dem bin ich begeistert. Die nehme ich sehr, sehr gerne. Aber die waren jetzt einfach zu lange drin und das sind Farben, die kleiden mich nicht. Also der definitiv nicht. Der war, falls ihr das wollt, der ist da nicht 35S. Was ist denn das? Wo stand denn hier was? Mein Gott, ey, ich weiß es nicht. Die halten auf jeden Fall sehr, sehr gut, kann ich euch sagen. Also bei mir. Ich finde die Farbnummer nicht. Auch Astor. Lieblingsding, das ist Manhattan. Also die kann man beruhigt, naja, obwohl beruhigt. Es gibt einige, die mir auch schon geschrieben haben, bei denen halten die Liquids nicht. Ich habe ja immer auf diese zweiten Steps verzichtet, Balsam oder dieses Flüssiggloss. Wollte ich nicht. Mir hat es gereicht, wenn es matt ist und kein Fett drüber lag, ne? Ja, aber entweder Farbe oder umgekippt. Alt, Aspar uralt. Hier diese Schwammapplikator-Dingens-Gedöns hält nicht. Auch nicht mein Farbton. Das sind hier diese Leichenlippen. Lip Tint Cushion Revlon. Revlon, genau. Revlon Kiss von Revlon. Ja, sollte es die noch geben, hätte ich vielleicht eine andere Nummer nehmen sollen. Auch wunderbar. Das sind die Maybelline. Halten super gut bei mir, sind aber nicht meine Farben. Eine hatte sich auch ein bisschen verändert. Ich glaube, der war das. Ich dachte mir stets. Weg kommt auch Revive the Loop Long Lasting Matte Lip Gloss. Der hat dann gestunken oder ich wollte die Farbe nicht mehr. Nee, der hat gestunken. Die fangen dann an, so nach Wachs zu stinken. Aber es sind da wirklich schon manchmal 5 Jahre alte Raritäten oder 6 Jahre. Weg kommt, da mag ich ja von Boutique diesen Burlesque, aber der Himbeer-Metallic-Ton steht mir nicht. Habe ich nie getragen, wenn ich ehrlich bin. Dieser untere hier ist kein hässlicher Ton, keine Frage. Die halten auch mega gut. Aber von dem liebe ich zum Beispiel diesen Burlesque-Ton, diesen rötlichen Metallic-Ton. Reval Loves Me, Mattitude. Warum? Dann hat er nicht gehalten, ne? Ja, das war diese cremige Konsistenz. Wird zwar matt, aber wenn man wieder ein bisschen mit Fett oder Milch in Berührung kommt, jetzt beim Milchkaffee, fing das dann auch schon an. Metallic Foil hat zum Beispiel bei mir auch Bombe gehalten, nutze ich nur zu selten. Ja, hier wollte ich weg von diesem Metallic-Ding. War auch so fast die gleiche Linie wie von Batik. Diese Grundfarbe. Denn nochmal Metallic Foil. Hält wirklich gut, aber wann habe ich das getragen? Wann habt ihr mich mit so einem. Hier, davon habe ich doch zig. Das sieht dann wirklich sehr metallisch aus. Für Fotos bestimmt schön. Weg kommt dann hier noch dieser andere Lollipop von Catrice. Ach, ist ja lustig. Das war ja genau der, den ich meine. Das ist Essence. Und das war nämlich auch der, der pH-Werte anschlug auf den Lippen. Je nachdem, wie warm oder ja, welchen pH-Wert ihr habt. Ja, naja. Habe ich aber öfter genommen, muss ich sagen. Der war schon ein bisschen abgeranzter. Hier, auch wenn sie teuer waren, hier diese Ombre Duo-Teile von Benefit. Absoluter Flop. Ich habe ja gesagt, ich bin überhaupt nicht mit der Form klargekommen. Oben soll natürlich die dunklere Farbe. Und da musste man ja das Ganze drehen, damit die dunklere Farbe auch unten am Rand landet. Das war ein Krampf. Man hat auch nicht wirklich einen Farbunterschied gesehen. Ich glaube, 28 oder 26 € pro Lippenstift. Da ist noch alles drin. Ich weiß nicht, ob das auch eine Schenkung war. Shopping Queen. Ich weiß es nicht. Bitte nicht böse sein. Aber das ist Lipgloss, der nicht hält. Und meine Kiddies wollten den auch nicht. Falls du es nicht warst, dann. Ich weiß es wirklich nicht. Glitter Goals. Warum pfeife ich denn so? Glitter Goals NYX.
Ist der nicht long-lasting? Ein Liquid, warum? Nee, nee, da muss ich schon ein bisschen aufpassen jetzt. Den stelle ich mal kurz zur Seite. Weil wenn der... Oh nee, der schmiert mir schon. Alles klar, das war das Problem. Auch eine super schöne Farbe. Hätte er länger gehalten, dann hätte ich den auch behalten. Das ist hier von Trended Up wieder dieses nur matte Ergebnis. Everlasting Matt. Nee, das ist vom Auftrag super schön cremig, aber bei mir haben die nicht gehalten. Aber es gibt ja Leute, die mögen das, ne? Wenn es schnell runtergeht. Ist die 040. Kann ich gerne nochmal reinhalten. Ist ein wunderbarer, schöner Himbeerton. Ja, ganz ehrlich, für Fotos NYX Liquid. Wann? Habt ihr mich jemals mit so einer Farbe gesehen? Oder fürs Schminken? Aber wann denn bitte? Dann haben wir hier nochmal ein Hello Glow Lipstick. Der hat eine schöne Farbe. Oh, das darf man nicht machen. Video nach aussortierten Sachen. Stinkt aber. Essence. War bestimmt eine LE, ne? 01 Holo Madness. Der sieht cool aus. Guckt mal, der hat hier so ein... Oh, ich kriege hier so Déjà-vus, als ich euch den vorgestellt habe, glaube ich. Der ist schön, aber der ist doch auch nicht long-lasting. Ja, ist mir zu dunkel. Der hält super gut. Bei mir zumindest, wenn ich die wirklich trockne und auf Fette verzichte im Gesicht. Aber es ist mir zu dunkel. Dann haben wir hier ein Prisma Lip Glaze. Aber der hat doch auch gehalten. Der stinkt nicht. War der nicht... Ach nee, der macht nur Gloss. Alles klar, Entschuldigung. Der Gloss sieht so, aber auch schön, ne? Kann man nicht sagen. Man kann ja nicht sagen, ist hässlich. Och Mann, ey. Die 030 Dazzling Starboy. Starboy, ja. Dann haben wir hier, jo, der ist schon Rarität. Den haben wir öfter in meiner Handtasche gehabt. Auch dieser cremige. Ach, nein. Hier nochmal Benefit, genau das gleiche Spiel. Ich habe hier von dem Ombre-Ton letztendlich überhaupt nichts gesehen, ja. Das... Komm, Alt, lass weg. Den habe ich sehr, sehr gerne benutzt. Auch wenn man hier nicht das Gefühl hat, dass ich ihn überhaupt benutzt hätte. Doch, hier so ein Viertel ist hier weg. Huch, da sieht man das ein bisschen. Naja, die Wände sind voll geklatscht. Den habe ich wirklich geliebt, weil das nicht so eine Klebemasse war, sondern es lag so schön aqualastig auf den Lippen. Fand ich gut. 02 Tulips on my lips. Stinkt, haben wir festgestellt. Hier, die haben gar nicht gehalten von L'Oreal Ultra Matte Liquid Lipsticks. Sah ich genauso aus wie die von Trended Up, diese Matten. Einmal irgendwas Fettiges, Milchkaffee oder so, hat schon gereicht, war schon Abdruck dran. Dann haben wir hier den, der hat glaube ich gekribbelt. Das war diese Caviar Gosh. Caviar Gosh. Boah, der stinkt, aber hier war Minze drin und ich fand den Lipgloss eigentlich total Hammer, obwohl ich ja Lipglosse hasse. Aber da fand ich ihn schön. Gibt's, glaube ich, nicht mehr. Dann haben wir hier Catrice Ombre Tu. Ja, den hat man zum Beispiel gesehen, war ein schöner Ton. Hält bloß nicht, ne? Das ist der Nachteil. Wenn es nicht auf meinen Lippen hält. Wir haben hier Ultramatt Liebe Ich, die Serie, auch wenn sie nicht hält, komischerweise. Das ist ja wieder was anderes. Der ist ein bisschen fester drauf. Samt da, den habe ich auch wirklich sehr oft genommen. Aber umgeschlagen. Vielleicht war das doch ein bisschen zu heiß in meinem Zimmer da. Also im Sommer. Ja. Oh, nee. Bah. Der stinkt. Der würde heute richtig genial passen. Pff. Was war das? Manhattan Lip Art. Oh, nee. Also der läuft bald. Und dann hier, ist nicht mein Ton, obwohl es schön aussieht. Könnte mein Ton sein, aber boah, komm, sagen wir nichts zu. So, jetzt geht's weiter, meine Lieben. Oh, darf ich mal eine durchzischen? Schön, verbringen wir uns mal mit... Scheiße, das Loch war zu euch. Mein Kaffee steht hier. Shit, ey. Duftet. Ich werde nachher gut schlafen. Cartier.
Mit Baiser Volé. Bestimmt völlig falsch ausgesprochen, aber ich liebe diesen Duft. Och, ist der himmlisch. Ich könnte mich selber küssen. Der ist so edel. Ja, haben wir jetzt hier noch was weggepackt? Also rausgeflogen ist jetzt tatsächlich wieder hier dieser dicke Eyeliner. Mein Chanel für weiß und den Augenbrauen-Dings da Bums Revive Loop. Ich brauche den auf, auch wenn es den nicht mehr zum Nachkaufen gibt. Achso, ich wollte mir hier meine Flöte anmachen. Oh, da rauche ich. Nee, wisst ihr was? Also Flöte. Flöte gerade nicht gut. Ich breche aus und nehme hier so eine charmante, zum Bauer passende Zigarette. Nein, nicht zum Bauer passende, aber das ist für mich momentan so das, was ich noch vertrage. Ne? Wenn man die ganze Zeit nur diese Heats raucht, habe ich bei den dickeren Zigaretten das Gefühl, ich würde einen Aschenbecher auslecken. Das tut mir jetzt echt leid für jeden, der sich denkt, so, oh, bist du ein Schwein. Aber so fühlt sich das für einen Raucher gerade an, also für mich zumindest, ne? Ja. Gut, aber irgendwie, oh, war so eine 35 Minuten vorstellen, ins Video kauen. Ich will euch ja auch nicht verrückt machen, aber das ist jetzt, scheiße, eine frisch gewaschene Hose. Das ist jetzt so das Ergebnis und das kommt weg. Könnt ihr mal bitte applaudieren? Ich einfach nur ein bisschen stolz sein, dass ich mich getrennt habe. Wenn ich euch mein Zimmer zeige, bei den nächsten Make-up-Projekten, ich will da mal wieder so ein bisschen Schwung reinbringen und Übersicht haben, da werdet ihr auch denken, was hast du gemacht? Aussortiert? Also entweder kaufst du immer wieder neu zu oder ist ein Witz, aber für mich ist es echt viel. Ich weiß, wird keiner verstehen, aber es ist auch ein Unterschied, ob man Videos macht oder auch so DM Rossmann fokussiert oder generell so Make-up fokussiert einkaufen geht. So, sage ich ja, die Zigarette war nötig. Entleert haben wir Balea Med. Jo, hab ich ja gesagt. Oh, es passt farblich, ne? Wenn wir jetzt Thumbnail machen, so. Wir sind Spasti. Wirklich, also manchmal richtige Macke weg. Das war gut. Und jetzt, wo wir ja wieder alle in Quarantäne sitzen, so halb, wir wissen immer nicht mit den Regeln, wie was abläuft. Jeder sagt was anderes. Wir warten dann auch immer aufs Gesundheitsamt. Und ja, worauf wollte ich denn hinaus? Ach so, meine Hände sind wieder so angegriffen. Das Desinfizieren und dieses Händewaschen macht man ja dann doch mehrmals. Wenn man weiß, dass jemand positiv ist, dann macht man es ja natürlich wirklich ein bisschen intensiver, ne? So. Rauchen kann ich auch nicht mehr. Ha, verlernt. Danke. Vielen Dank, Dankeschön. Es geht weiter im Programm. Evelyn, die habe ich nicht entleert, das war Mausi, das weiß ich. Also eine meiner beiden Mädchen. Dann fand ich die ganz lecker, da müsst ihr mal gucken. Ich glaube, die habe ich von Rossmann, oh, Rossmann oder DM, wo habe ich die denn jetzt wieder her? Ich werde googeln. Die fand ich gut. Wenn jemand die mag mit Erdnussbutter, kann auch sein, dass Kaufland rauskommt und ich die hier reingepackt habe. Aber wenn jemand so Peanut Butter mag und so ein Crunch, dann zum Frühstück wurde man satt. Ja, ganz klar, Billy Boy, ne? Billy Boy? Oh, Billy Boy. Billy Boy sind Kondome, oder? Oh Gott, habe ich natürlich nicht gegessen. Ich habe weder am Gummi geleckt noch die gefuttert. Billy Tiger, ach wegen Bio. Mann, ey, das muss ich jetzt aber auch mal zu meiner Verteidigung sagen. Billy Boy, ich gucke die Kamera und ist ja alles verkehrt rum gerade. Und lese Billy Boy rückwärts. B und dann OI. Ich fange von zwei Seiten an. Ja. Billy Boy. Was habe ich gesagt? Welchen Geschmack haben wir denn? Karotte und Apfel diesmal. Jo, farbig könnt ihr euch vorstellen. Hat auf die Möhre gepasst. Apfelgeschmack. Nee, das kann ich nicht bringen, ey. Das vergesse ich ganz schnell wieder. Wir haben Febreze. Auch wieder in Benutzung gerade.
Aber da bräuchte ich zu sagen, sind meine Lieblingsdinger, wo ich wirklich was merke. Ne? Da bräuchte ich mehr testen. Relax Isana Man Duschgel wird wahrscheinlich Kilian verbraucht haben oder Justin. Oder? Nein. Wir haben Palmolive Massage. Das war auch sehr, sehr lecker. Da haben wir ein bisschen rumgeschlampt. Sehe ich hier selber gerade. Das, nö, sehe ich gar nicht ein. Das stelle ich hier noch verkehrt rum hin. Hat man nicht so gesehen. Manchmal kippen die Dinger um und liegen dann wirklich so und dann denke ich, die sind leer. Aber das ist. Ist hier Glitzer drin? Ach nee, das sind die Perlchen, diese Peeling-Perlen. Ihr habt hier wirklich so einen Peeling-Effekt, ja? Aber vom Duft her ist es sehr, sehr frisch, liebe ich und Julien, also meine Große. Wir sind davon voll schwer begeistert. So, da ruft sie an. So, geht weiter. Wir haben hier nur noch Kontakt über Telefon. Oder wie siehst du noch mal aus? Nee, nee, so schlimm ist es nicht, aber Mama, hallo? So geht es die ganze Zeit ab. Heißer Hugo, immer noch so ein Favorit von mir, jetzt derzeit. Irgendwann werde ich mir natürlich auch wieder übertrunken haben, aber das ist so von Teekanne, da haben sie öfter mal so Angebote. Es sieht gar nicht ein, für 1,89 die Packung zu holen, wenn sie die oft für. Ein es klickert. 1,29 haben oder so. Nivea Creme. Ich glaube, das ist so von meiner Großen ihr Ding. Dann, ach, hier könnt ihr ein bisschen schmunzeln. Jetzt werdet ihr so denken, so, hä, was ist das denn? Guckt euch mal an. Artemia, das sind, kennt ihr noch die Yps-Hefte? Also ich hatte zum Beispiel eins mit Urzeitkrebsen, die gibt es heute noch von Galileo, diese Kästen, glaube ich. Und dann konnte man doch so Eier ins Wasser machen und hat sich doch vor den Keks gefreut, weil man dachte so, was heißt, weil man dachte, das sind ja so Urzeitkrebse, so kleine, die einfach so einen Zustand haben, dass die, wenn die getrocknet werden, dann bleiben die in ihrem Ei und sobald die mit Feuchtigkeit in Verbindung kommen und dann die Sonne bekommen oder das Licht sozusagen zum Schlüpfen, dann schlüpfen die ja auch wirklich erst, ne, in Verbindung mit Wasser. Und das ist jetzt hier quasi so für meine Axolotl, die, ich sag sonst auch immer Axolotl, aber die richtige Aussprache ist Axolotl, 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 so. Und das sind diese Eierchen, die man in der Yps-Zeitschrift damals hatte, diese Urzeitkrebse. Das ist jetzt die Nahrung für die ganz, ganz kleinen, was weiß ich, ich will nicht lügen. Ich habe mich erkundigt beim Megazoo, bevor ich natürlich die Eier ranzüchten lassen habe. Ansonsten, wo soll ich hin mit 500, 600, 700, 800 Eiern, die sie abgelegt haben? Und habe mich natürlich erkundigt. So, ist es sinnvoll? Lasse ich die drin, naturfreien Lauf? Lasse die alle auffressen und die, die überleben, kommen dann raus? Oder soll ich die rausnehmen und wirklich schlüpfen lassen? Und dann haben sie mir das erklärt. Ja, auch da ist der Natur. Der naturfreie Lauf, genau. Ihr versteht, was ich meine. Die kleineren fressen auch die kleineren. Manche Eier werden nicht befruchtet. Die schlüpfen dann sozusagen auch nicht im Becken. Was soll ich sagen? Ich hatte so viel Glück, dass ich glaube, von den 600, 700 Eiern, ich habe sie nicht durchgezählt, aber ich habe vier so eine Kanister Butten. Noch so ein mittleres Terrarium, wo sie dann später reingesetzt werden oder auch umgesetzt werden, wenn sie ein bisschen größer. Momentan haben sie wirklich Platz. Man denkt, es sind sehr wenige drin, aber aufs Große gezählt sind das vielleicht. Oh, kann ich euch nicht sagen. Da würde ich lügen. Wie viel sind das? In einem so einem Becken? Sagen wir mal, fall selber fast vom Glauben ab. 130 kleine. Natürlich können da jetzt noch ein paar wegsterben, weil ich denen jetzt wirklich freien Lauf lasse der Natur, wenn die sich gegenseitig fressen sollten, nicht aus Hungersnot, sondern weil einer schwächer ist als der andere, dann ist das so, aber mir werden sie abgenommen und die, die man dann nicht dort behält, werden dann sozusagen weitervermittelt an andere Tierhäuser in Berlin, nehme ich an. Und ja, von daher hatte ich auch so meinen Segen, dass ich hier nicht sitzen bleibe. Das wäre ja Quatsch, ne? Und verkaufen, warum? Auf Reisen schicken macht man mit Tieren auch nicht wirklich unbedingt, obwohl es da auch Transporte gibt, die sich damit oder Reptilienläden, Fische, Aquaristen oder Aquaristikverkäufer, Händler, Züchter, die sich wahrscheinlich damit gut auskennen werden. Aber ich kenne mich mit sowas nicht aus und deswegen wirklich Berlin nah alles. Und das ist sozusagen, um mal die Schleife hier zu beenden, die Futternahrung.
Also ich züchte oder muss gerade sozusagen Artemias züchten, diese Urzeitkrebse, damit die Kleinen sich jetzt nicht mehr von dieser Fruchthülle ernähren müssen. Und ja, dann hat man so ein kleines Becken und dann ist da so ein kleines Loch. Und wenn die schlüpfen, schlüpfen die sozusagen in die Mitte oder schwimmen in die Mitte. Und dann hat man da so ein Sieb, was man aus dem Behälter rausnehmen kann. Und das sind dann letztendlich die geschlüpften Urzeitkrebse, die ich dann immer bei Megazoo kaufe. Ne? Waren wir heute gerade wieder. Habe ich ein bisschen mitgeblockt. Super, finde ich super. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht alle Inhaltsstoffe durchstudiert. Die habe ich euch ja reingehalten. Falls hier jemand irgendwie was findet, was doch nicht so angenehm ist. Aber ich finde die Linie einfach so angenehm von DM. No, no Make-up. Das ist diese Augencreme, Eye Cream, Awake Today. Total schön. Also man hat auch das Gefühl, dass man schneller wach wird, durch die Kühle natürlich, und auch diese Konsistenz mag ich. Ebenfalls kommt es mir immer vor, als würde ich so eine medizinische Creme nehmen, wo ich mich wohlfühle mit, so am Tagesstart oder in den Tag gestartet mit so einer Creme, unparfümiert, lässt sich richtig schön eincremen, es zieht schön ein, auf meinem Gesicht jetzt natürlich, wir haben alle eine andere Haut, ich habe eine Mischhaut oder Normalhaut, wie man das nennt. Ja, ich finde es wirklich sehr angenehm. Ausgedient hat hier mein Coca-Cola-Hängerchen aus dem Auto. Da habe ich jetzt Fanta. Duftet wirklich nach Fanta. Dann entleert von Profissimo, muss ich sagen. Die Kerzen, die sind, glaube ich, eigentlich für so Garten... Ich weiß es gar nicht. Will ja nichts Falsches sagen. Aber mir war so, als wären die jetzt wirklich eher so für draußen. Die habe ich hier drin gerochen. Tatsächlich. Und vom Abbrennungsmodus... Perfekt. Also da gibt es bei weitem schlimmere Kerzen, die wirklich leider für ihr Geld nicht abbrennen. Oder es stand günstig und kein Wind war da, kann natürlich auch sein. Also jetzt hier in meiner Wohnung. Ne? Dann entleert einmal Denk mit Tücher. Hier Biancas Tipp. Oh, Blütenrausch. Nach dem Trockner immer noch fantastisch. Ich hätte und würde wahrscheinlich nie im Leben hingreifen oder hingegriffen haben, wenn Bianca mir nicht den Tipp genannt hätte. Oh, das ist so schön parfümig, blumig, so toll einfach. Ja, dann kommen wir mal zu dem besten Beispiel hier. War eine schicke Kerze, Cranberry, ich glaube sogar von Action. Aber was bringt mir das denn? Hier, guckt mal. So. Ich meine, klar, auch wenn man hier 3 Euro bezahlt für so eine schicke Kerze, ich werde das Ganze hier noch mit kochendem Wasser rauskriegen, weil ich das letztendlich für weitere Kerzen cool finde oder... Auch mit dem Deckel hier total schön als irgendein Behälter. Aber da ist ja wirklich alles voll. Und das ist dann so, wo man sich so ein bisschen ärgert. Wo man sich denkt so, ach Mensch, schade. Schade Marmelade. Das hat, nee, das war Mausi, Ellen Beatrix, Loose Powder. Ach du Scheiße, hat sie ja sauber gemacht. Sie hat sich jetzt aber von Huda Beauty eins gekauft, womit sie auch mega zufrieden ist. Ja, komplett leer. Schöne Dose. Sagen Männer bestimmt auch immer zu Frauen. Profissimo naturreines ätherisches Öl, Orange, benutze ich gerade, aber ich kenne sie und kann euch daher sagen, ich mische diese Düfte öfter mit Menthol oder Eukalyptus, glaube ich, steht da drauf. Dann haben sie noch Blumenwiese von Rossmann. Dann, ja, hier diese, also die kann man ja untereinander mischen für diesen Luft- oder Duftdiffusor. Finde ich ganz schön. Was haben wir hier? Fischstäbchen, wollte ich sagen. Wattestäbchen. Hier waren wir diesmal... Was ist denn mit uns los? Warum schlampen wir denn bei den Palmolive-Dingern so? Ist mir gar nicht bewusst. Schon wieder jetzt das nächste, aber vom Duft schön. Jo, hier könnt ihr euch überzeugen. Auch Profissimo ist natürlich ein bisschen mehr jetzt drin als bei der ersten Kerze, aber die brennen mit diesem 3-Docht eigentlich wunderbar runter. Und bis jetzt habe ich wirklich alle gerochen. Jo, dann mal wieder hier so ein Wasserbritt... Britix, Matrix, nee. Naja, diese, wartet mal. Britta. Heißen die nicht Brita? B-R-I-T-A. Naja, für den Wasserfilter, ne? Wieder eine entleert. Kurkuma Orange, ja, beim ersten, zweiten, dritten Beutel, glaube ich, von Hugendubel hatte ich den Tee. War ich zuerst begeistert, aber hinten raus war mir das dann irgendwie doch ein bisschen zu viel Wurzelerlebnis. Kurkuma Orange, ja, vielleicht hätte ich einen Spritzer Zitrone oder mir war der nicht frisch genug.
Aber er war jetzt auch nicht schlecht, kann ich auch nicht sagen. Dann hatte ich ja von Denk mit, ich glaube, ihr seht schon meinen Fauxpas hier, warum ich die Packung dann doch nicht mehr kaufen werde. Ich dachte, sie halten dem Stand. So waren die Caps wirklich total cool zum Waschen, haben auch sauber gemacht. Aber hier, wenn es im Bad steht, Feuchtigkeit kommt irgendwie immer mal wieder ran. Und ja, das war dann das, wo ich natürlich die Caps noch alle benutzt habe, aber es waren bestimmt mindestens 5, 6 dabei, die zusammengeklebt haben oder sich auf den Weg gemacht haben, sich zu verabschieden, weil natürlich die Hülle dann auch auflöst oder sich die Hülle dann auch auflöst durch Feuchtigkeit. Ne? Entleert. Balea Man, ja, war stark, aber ich komme nicht vom Gatubi-Gelben weg. Steht zwar in der Männerabteilung, aber ja, auch vom Duft sagt mir das jetzt hier nicht so zu. Ist ein bisschen alkoholhaltiger. Die Düse ist bei dem anderen schon mal verstopft. Hier ist es wirklich komplett leer. Wirklich leer. Das ist jetzt nur mein Finger, der hier so rasselt. Aber ist jetzt nicht unbedingt so ein Hype. Und trotzdem wette ich mit euch, werdet ihr das irgendwann wieder sehen. Die Schmierseife werde ich in meinem ganzen Leben nicht mehr holen. Mir hat es leid getan, das einfach nur wegzukippen. Ich habe es ja dann wirklich nur noch für den Balkon benutzt, für die Steine, also zum Balkon putzen. Wir haben da keinen Teppich oder sowas oder so einen Kunstrollrasen. Aber der Geruch, ey, nee. Also ich habe da auch nichts Schöneres festgestellt. Dann, ja, ach so, hier, das war nicht mein Farbton, wurde ebenfalls aussortiert. Ist von Revolution. Die halten aber sogar. Packe ich jetzt auch gleich rein. Den Bruno Bananenstift habe ich in meiner Tasche. Habe ich gesagt, ja, ist jetzt nicht so das starke Duftergebnis, als wenn man jetzt hier so sein eigenes Parfüm nimmt. Ne? Aber es ist für unterwegs absolut okay. Und man hat ja hier diese Vaseline-Fettschicht und könnte dann wieder so ein bisschen rauf machen. Dann hält es auch länger. Ist aber ein schöner, frischer, leichter, softer Duft. Manchmal mag man das ja auch nicht, ne? Dass man so völlig gebreezed irgendwo aussteigt oder einfach nur so zum Auffrischen. Hier finde ich ganz cool. Hello Good Stuff habe ich eigentlich sehr gerne genommen. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Das war so ein Ananasgeruch, aber die Inhaltsstoffe, die waren auch nicht gerade bestens von Essence. Ganz leicht gedruckt hier. Und deswegen sind die ja auch aus dem Sortiment gegangen. Ne? Das hatte ich ja reduziert von DM mal mitgenommen. Die Kinder hat es nicht gestört. Oder den Kindern hat es sich gestört, dass es nach Bratapfel gerochen hat. Ist jetzt leer. Hier auch nochmal so eine Booster-Farbe, die nicht so meins war. War mir zu dunkel. Gut, Mesmer Cold Tea. Da konnte man wirklich mit kaltem Tee und einem Teebeutel einen Eistee machen. War auch wirklich schön am Produzieren. Ja, happy. Ich weiß nicht, ob es ein neuer war, sondern nur die Aufmachung. Aber es ist ein schöner, süßlicher Duft. Mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, dass mich Bianca so krass damit angesteckt hat, dass ich hier gar keinen Weichspüler mehr benutze und auch tatsächlich viel auf, also noch mehr als je zuvor auf Weichspüler generell verzichtet habe die letzte Zeit. Bei Handtüchern ja sowieso nicht. Und ja, das ist so ein Duft mit Perwoll. Aber das riecht natürlich auch sehr schön, keine Frage. Entleert Aloe Vera, das sind meistens so eine Sparpacks. Das ist natürlich ein Schokoladengenuss gewesen, wirklich nur für Extravagante. Hätte ich es richtig rum, ja. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber für mich nicht, dass ich sage, oh Gott, ekelhaft. Ich habe die Birne, dieses Fruchtige, rausgeschmeckt. Dachte mir, oh Gott, Matcha ist auch gar nicht so meins. Ging aber. Also ich fand es trotzdem als Abwechslung lecker. Wird natürlich nicht meine Lieblingsschokolade werden, aber jemand, der wirklich so auf Veggie-Schokolade steht und so außergewöhnlich drauf ist und Matcha zum Beispiel liebt, für den ist das, glaube ich, voll was. Also ich empfand sie nicht als eklig, sondern mir hat sie geschmeckt. Ja, ein Flop war ja hier natürlich, das Video existiert ja in der Playlist Selbstbräuner Experimente, diese Projekte da und nee, also so viele Streifen habe ich in meinem ganzen Leben in der 80er vielleicht gesehen, obwohl in der 80er habe ich es mir noch nicht raufgesprüht, aber in den 90ern, so kam mir das vor, so richtig rückversetzt. Ein Produkt, womit ich überhaupt nicht klar kam, was mir nur Streifen gemacht hat, obwohl ich gepeelt habe, obwohl ich aufgepasst habe, verschiedene Arten an verschiedenen Beinen benutzt habe, weil im Winter wäre es jetzt nicht so schlimm gewesen, da habe ich lange Hosen an, deswegen experimentiere ich immer gerne damit und im Winter ja auch brauchbar, ne? Aber Mausi, ach nee, das war nicht, Mausi ist mit mir völlig begeistert von diesen Dingern ab und zu. Das sind diese R-Abteile, die man oben rauf steckt und dann bis zu 5 Liter, glaube ich, pro Ring. Ein Pott 5 Liter.
Naja, ich muss sagen, ich merke eigentlich schon nach circa 2,5 bis 3 Liter, dass da der Geruch schon nachlässt, also dieses Geschmacksöhr-Empfinden. Man hat ja nur diesen Geruchsring drum und denkt, man würde Orange trinken oder Pfirsich trinken und hat wirklich nur pures Wasser in der Flasche. Ach, hier steht sie ja. Hier ist sie ja. Und ich und Mausi haben so eine Flasche. Hier ist der Ring oben drauf. Meiner funktioniert jetzt noch gut, aber so, dass ich wenigstens wirklich kontinuierlich 2 Liter wegtrinke. Aber so ein Ring, würde ich sagen, von der Stärke hält bei mir jetzt oder mein Kolben ist irgendwie kaputt, 5 Liter nicht vom Geruch. Also man merkt wirklich schon so irgendwann, oh, das ist jetzt wirklich nur noch Wasser. Dann wird er ausgetauscht, ne? Nachteil ist, die haben hier so frei verkäuflich, ohne dass man im Internet gucken muss, finde ich selten irgendwie verschiedene Geschmacksrichtungen. Hatte jetzt bei Rossmann nur Pfirsich gesehen und eine Zeit lang gab es bei Rewe eine schöne Auswahl. Aber mal gucken, muss ich dranbleiben. Die waren auch ganz gut, diese Drachenfrucht, mal zwischendurch wieder, ne? Und die, naja, das war ja auch ein Kleisterflop vom Herrn. Ich dachte hier so, yeah, cool. Vielleicht, wenn ich Glück habe, leuchten die im Dunkeln. Hab's mir ja dann durchgelesen im Laden. Dem war nicht so und dachte, okay, Neon ist ja bestimmt ganz cool. Letzten Endes seht ihr eigentlich hier die Farben schon durch und das war nicht Neon, sondern einfach nur metallische Farben. Hatte ich ja auch auf Instagram gepostet. Das ist dieser Lieblingsstift von mir von Revival Loop, der wahrscheinlich gar nicht mehr existiert. Das war diese Augenbrauenspitze und der Ton, den ich wirklich für meine Augenbrauen einfach brauchte und liebe. Dieser hier, der hatte diese Tropfenform und damit konnte ich so schön. Ja, dann habt ihr hier so ein, die Schuhbürstchen, wie ich sie so liebevoll immer nenne. Das sind hier so diese kleinen Schuhbürstchen, um das Ganze noch so ein bisschen zu verblenden. Auch voll sanft. Habe ich nie bis selten benutzt. Aber deswegen habe ich, damit ihr das versteht, auch diesen vorhin wieder rausgeholt. Weil die Tropfenform, da habe ich ja so ein bisschen. Das ist auch von Revival Loop. Also hier die Bürste war mir egal hier hinten. Die ist zwar echt recht süß, aber könnte man auch cool für Mascara unten nehmen. Die ist richtig schön dünn. Ich muss mal gucken, weil mit denen komme ich eigentlich super gut klar. Ich werde mal bei mittlerweile Revival Loves Me gucken, ob die für mich dann im Sortiment bleibende Augenbrauenstifte haben in der Sorte, ne? So, ihr Lieben, ich bin durch. Ich glaube eine Stunde, über eine Stunde. Ich werde es bei der Bearbeitung sehen, ihr Süßen. Aber ist doch schön, haben wir ein bisschen geschnackt. Ihr habt gesehen, was ich stolz aussortieren konnte. Habt wieder so ein kleines Update. Quarantäne. Muss mal gucken, vielleicht müssen wir auch gar nicht alle in der Quarantäne bleiben. Wer hat da überhaupt schulisch und mit dem Gesundheitsamt oder mit diesem Labor-Center, Testcenter nochmal sprechen, wie sich das jetzt schimpft, weil die Regelungen sind ja für jeden jetzt mittlerweile anders, ob geimpft, nicht geimpft, ob Schüler, ob Beruf mit Kindern, ob Pipapo, da gibt es ja 10 verschiedene Stufen von, wo man sich freistellen lassen muss oder sich bewegen darf ohne Symptome oder nur mit Maske, mal gucken, muss ich alles noch regeln. Weil ja, ändert sich ja mit der Zeit jedes Mal aufs Neue, ne? Ihr Lieben, danke, dass ihr. Oh, Scheiße. Danke, dass ihr mit mir zugeguckt habt oder mit mir das Ganze hier durchgestanden habt. Hoffe ich doch. Bin ja natürlich schneller fertig als ihr. Aber es freut mich in dem Moment, wenn ihr dann diejenigen seid, die das bis hierhin geguckt haben. Bleibt gesund, ist das Wichtigste. Alles, alles Liebe. Hoffe, wir haben uns. Ich mich gerade abgelenkt und ihr mit dem Video vielleicht von den aktuellen Sachen. Und ja, bis bald, würde mich freuen. Ciao, ciao.